Dieses Video wird präsentiert durch EA Game Changers. Für weitere Infos checkt die Beschreibung aus. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Heat mit unserem wunderschönen BMW M3 E30. Zuletzt haben wir ein Tagesrennen gewonnen, jetzt fahren wir wieder ein Tagesrennen, denn da kann man ordentlich Kohle scheffeln und werden uns dann wieder in die Nacht begeben, um unsere Reputation ein wenig zu erhöhen. Und diese Werbeschilder, die kann man auch kaputt fahren und damit seine Reputation erhöhen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das hier zum Beispiel gerade umfahren soll. Ob man hier auf diese Fläche, auf diese komische lange Fläche irgendwie hier drauf kommt. Weil wenn du da runter springst, dann geht das easy. Tja, keine Ahnung, deswegen fahren wir lieber Rennen, weil wie man Rennen fährt, das weiß ich. Was ist denn das? Ein Eis? Die haben ein Wahrzeichen zu einem Eis? Finde ich geil. Einziger Kritikpunkt, es hätten Flutschfinger sein können. Finde ich. Geländer. Fahren wir. Danach wird der Mitsubishi ein bisschen hochgezüchtet. Mit dem Mitsubishi können wir dann die 140 Punkte knacken. Und dann fahren wir bei Nacht noch so ein, zwei Verfolgungsjagden. Das können wir auch mit dem M3 noch machen. Und dann machen wir mit dem Mitsubishi weiter. Let's go. Zielplatz 1, natürlich. Obwohl ich hier die ganze Autoauswahl so sehe, theoretisch könnten sie dir eigentlich viel mehr Auswahl geben, welches Auto du zu Beginn nehmen möchtest. Man könnte ja auch echt sagen, du kannst den alten Civic haben, du kannst den Golf 1 kriegen. Spricht da eigentlich nichts gegen. Und die Autos sind jetzt auch nicht so super teuer. Ich weiß, im Spiel hieß es, ja, die Auswahl ist noch relativ klein. Aber ich meine, das Spiel hätte es ja nicht sagen müssen. Du kannst das Spiel ja anders schreiben als Entwickler. Hat jeder sein eigenes Auto, mit dem er anfängt. Solange es nicht irgendwie ein Lamborghini oder so ist, ist ja alles gut. Ja, ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Jahr nochmal ein Arcade Racer rauskommt, der mir Spaß macht. Die Rennen machen Spaß. Das ist unfassbar. Ich gewinne zwar haushoch auf schwer. Das ist ein Kritikpunkt, den muss man so stehen lassen. Aber die Rennen machen Spaß. Selbst das Driften funktioniert kontrolliert. Guck mal, hier muss ich nicht in den Drift, hier kann ich lenken. Das ist ja fantastisch. Kurven fahren ohne Übersteuern oder Untersteuern. Das kennt man 2019 gar nicht mehr. Die ganzen alten Opas, die vom Krieg erzählen, hier von Underground 2 oder so. Das war tatsächlich so, da musstest du nicht driften. Nicht immer. Gab auch Modi, aber da musstest du driften, aber primär konntest du natürlich die Kurven so fahren, wie hier jetzt gerade. Oder wie hier. Oh, Alter. Gut, da habe ich den Bodenkontakt verloren. Da ist logisch, dass ich ein bisschen weit rauskomme. Ja, vielleicht fällt es euch auf, wenn ihr auf den Motorsound hört, aber ich drifte halt nicht, indem ich kurz vorm Gas gehe, sondern ich nutze halt kurz die Handbremse. Ich tippe die kurz an, lenke ein, dann geht es auch, das Driften. So wie hier. Ich bleibe halt die ganze Zeit auf dem Gas, ich bremse halt stattdessen einfach nicht. Und hier habe ich die Handbremse kurz getippt und kann trotzdem gut lenken, ohne zu driften. Super. Wie
wie gesagt, bis jetzt überraschend viele positive Sachen. Ich hoffe nur, dass er Schwierigkeitsgrad anzieht. Weil das ist tatsächlich ein Kritikpunkt, den ich stehen lassen würde. Aber es macht trotzdem Spaß. Es macht Spaß. Ist geil. Und sowas könnte ein bisschen flotter von der Reihe gehen, finde ich. Aber hey! Im Moment Kritik auf hohem Niveau. So, hier hinten. Okay, theoretisch könnte ich die Schnellreise machen. Praktisch. Mache ich erstmal die Schnellreise hier hin, weil da eine Werbetafel ist, die ich wahrscheinlich kaputt machen kann. Und ich will sehen, was ich dann bekomme. Was passiert dann? Komm. Wie, ich springe jetzt runter. 2500 Geld und 27 Reputationspunkte. Rote und grüne Welle. Auch sowas ist nett. Das Graffiti hier. Funktioniert. Wie gesagt, dir der Showdown? Genießt du den ganzen Zirkus? Ich hatte mehr Zuckerwatte erwartet. Wie gesagt, ich kam relativ skeptisch ins Spiel rein. Muss aber sagen, es gefällt mir gut. So, kann ich den ein bisschen... Nee. Soll ich da überhaupt das Leistungstuning dann reinstecken? Was kostet das denn hier? 10.000? Ach, wisst ihr, ganz ehrlich, ich verzichte auf diesen Mitsubishi. Ich spiele es so, also ich weiß nicht, ob das ein Vorbestellerbonus oder irgendwie sowas ist, aber ich spiele es so, wie das quasi, ja, erdacht ist von den Entwicklern, ohne irgendwie Zusatzkram zu bekommen. So, Chassis. Kann ich immer noch nicht einbauen. Kann ich auch nichts machen. Aber hier, Auspuff. Bringt nur 2 Punkte. Auch nur 2 Punkte. Auch nur... Bringt alles nur 2 Punkte. Sportreifen. Okay, das bringt 1 Punkt. Kostet auch nur 2500. Nehme ich. Gut, ansonsten... Das bringt 2 Punkte. Neue Bremsen vielleicht? Nee, die... Schalte ich auf Stufe 3 erst frei. Das bringt ein bisschen was. Und die Kurbelwelle. Damit bin ich schon mal auf 135. So. Und dann hüpfen wir mal bei Nacht raus. Ich bin auch gespannt, wie sich das mit dem Reputationssystem und mit dem Geld entwickelt, weil das Reputationssystem, das kann natürlich dafür sorgen, dass du ab einem gewissen Punkt sagst, ja gut, ich habe jetzt Max-Level erreicht, ich muss nicht mehr bei Nacht raus. Aber im Moment finde ich es sehr spannend, dass sie das so aufteilen. Alter, der Auspuff knattert auch nur. Ach, so kann ich rauszoomen. Und es gibt bei Nacht halt gerade keine Rennen. Was ist das hier? Autohändler. Ja komm, ich muss das Ding kaputt fahren. Ich habe jetzt mehr Power. Das muss funktionieren. Mindestens von der anderen Seite muss das funktionieren. Komm schon. Man hätte mir aber ruhig mehr Rennen geben können, sodass ich die Reputation halt bekomme. Bis zum nächsten Karriererennen. Bis zur nächsten Story-Mission. So, let's go. Ansonsten fahre ich nochmal ein Rennen, das wir schon mal gefahren sind. Nice. Wo sehe ich, wie viel mir da noch fehlt? Nirgends.
Komm, aber hier bekomme ich wahrscheinlich super viel. Ja, 1000. Ich finde, diese Schilder könnten auch ruhig nur Reputation geben, weil ich sehe keinen Grund, warum du da Geld für bekommen solltest. Auch hier Kritik auf hohem Niveau. Geil, der Mazda. Der Mitsubishi, der war beschädigt. Der rote Mitsubishi am Streckenrand, der war beschädigt. Ich bin ein bisschen irritiert. Auf der Gamescom war die KI schneller. Vielleicht auf höheren Schnelligkeitsgraden. Wenn die Autos schneller werden. Vergesst die Formulierung von vorhin. Auf höheren Schnelligkeitsgraden. Mein Hirn funktioniert gerade auch auf dem höchsten Schnelligkeitsgrad. Da kommt Polizeiverfolgungsjagd. Hätte ich Bock drauf. Jawohl, da ist einer. Nein! Natürlich gucke ich auf die Minimap und verpasse den Punkt. Aber ich wollte natürlich erstmal checken, wie die Rücksetzpunkte sind. Und die sind gut. Natürlich war das nicht versehentlich. Oh. Nikos. Ich bin eine Nikos. Das ist mir beim ersten Mal, wo ich hier gefahren bin, auch passiert. Yo, jetzt ist er dran. Das Gummiband von der KI zieht endlich. Okay, kann ich jetzt theoretisch Event wiederholen und dann kriege ich die 1009 und kann mir jetzt nochmal 1009 holen. So oder so finde ich am Anfang, bitte mehr Events. Gebt den Leuten Freiheit, irgendwie zu entscheiden, welche Events sie machen. Und vor allem gebt mir genug Events, damit ich die ganze Reputation mir holen kann. Tatsächlich. Links oben sieht man's. Die Reputation haben wir bekommen von eben. Ich habe für irgendwelche Sachen noch Reputation bekommen. Für was bekommst du denn die genau? Hätte ich wahrscheinlich im Tutorial lesen müssen, verdammt. Hey. Aber für die nächste Stufe brauchen wir 836. Noch ungünstiger hätte er nicht fahren können, der Typ. Leute, die nachts mit einem weißen Lieferwagen fahren, sind mir eh suspekt. Mal gucken, ob ich mich jetzt ein drittes Mal vor dieser einen Stelle erschrecke, wo du in den See fallen kannst. Na, der Nikos. Er ist auf jeden Fall deutlich schneller als die anderen KI-Piloten, aber... Ja, hier die Stelle. Oh Gott! Geh weg! Die alle schleichen hier so. Ach Gott, oh Gott. So, nice. Also fürs Grinding cool, dass du Events wiederholen kannst. Aber wenn es kein Grinding gäbe, wäre es natürlich noch geiler.
Aber ich bin jetzt so weit, dass ich Stufe 4 erreicht habe. Deswegen gehen wir mal vorbei. Warte mal. Ach lol, das Spiel pausiert nicht, wenn du auf die Minimap gehst, oder was? Oder doch, weil er steht da gerade. Kann sein, dass er an der Ampel steht. Reputationsstufe 7. Okay, Kritikpunkt. Warum setzt das Spiel jetzt von Anfang an Grinding voraus? Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt die immer gleichen Events hier abfrühstücken muss. Mal gucken, wie viel es bei einer Verfolgungsjagd gibt. Da habe ich letztes Mal nicht so drauf geachtet, als ich eine angezettelt habe. Ich kann natürlich die Reputationspunkte erst nach Hause holen, aber... Wobei, verlierst du die, wenn du dann in der Nacht geschnappt wirst oder so? Steck jetzt tief in der Scheiße! Nö. Nehme die Verfolgung eines Spacers auf. Du bist dabei. Lasst mal hören, wie gut ihr euch auskennt. Ich brauche Marco und Modell des Zielfahrzeugs. Die Zielpersuche beim BMW M3. Aufwachen! Ich find's aber auch geil, dass die Polizei so schön mit Humor miteinander umgeht. Ich will wissen, wie gut ihr euch auskennt. Sehr gut. Okay. Mein Wagen muss hier ziemlich was einstecken. Kann mich jemand unterstützen? Schick die anderen so schnell wie möglich her. Wir brauchen hier dringend weitere Einheiten. Gute Neuigkeiten. Verstärkung ist auf dem Weg. Komm! Bestätige! Officer ist mit dem Ziel. Pass da draußen auf dich auf! Die Cops machen jetzt offenbar ernst! Hui! Ja, finde ich auch. Haut rein, Leute! Geile Stimme, Kumpel. Meld dich wieder, wenn du im Stimmbruch bist. Jo, er lässt Worten Taten folgen. Jawohl. Ich bin dem Wagen gerade schön in die Seite gefahren. Ja, wie kann ich mein Auto jetzt reparieren? Okay, du kannst alles kaputt fahren, außer diese Leitplanke. Ich werde den Wagen zum Stehen bringen, mit allen erforderlichen Mitteln. Das Steinungszeichen war eben geschlossen. Alter. Okay. Yo! Bei jeder guten Party geht mal was zu Bruch. Ich bin trotzdem auf Stufe 4. Ah, neue Autos freigeschaltet. Schön. Was ist das dritte?
Alles okay. Ein paar Teile an deinem Wagen waren sogar noch heil. Puh. Ich habe kein Geld mehr. Okay. Drei Reparaturen pro Nacht. Ja gut, die Info hätte ich gerade eben gebraucht. Cool, wir können 600 LT, wenn ich die ganzen Speedtraps schaffe. Die Info hätte ich gerade eben gebraucht. Komm, einer Verfolgungsjagd. Na gut. Ab in die Nacht. Vielleicht habe ich jetzt ein paar weitere Events freigeschaltet. Kannst ein paar Rennen fahren. Verfolgungsjagden bringen eh nicht so viel Reputation. Deswegen werde ich mich eher darauf fokussieren, Rennen zu fahren jetzt. Heieiei, aber die lassen auch echt nicht locker. Also, die Polizei ist krass. Aber wie gesagt, dass das Auto so schnell kaputt gehen kann, das hat zum einen Nervenkitzel, klar. Zum anderen ist es aber logischerweise halt auch... Dex! Hey, eins meiner Trainingsrennen steht an, falls du also Lust hast. Klar, schick mir die Details. Mach ich sofort. Wir sehen uns dann in Downtown. Okay. Zum anderen fand ich zum Beispiel dein Carbon oder ein Most Wanted echt geil, wenn du die Polizei einfach kaputt machen konntest. Das hat richtig, richtig Laune gemacht. Und hier, gut, da bist du jetzt der Gejagte und das merkst du halt auch. Finde ich einerseits cool, andererseits muss ich schauen, ob mir nicht eventuell das Most Wanted-System besser gefallen hat. Ah, da, Speedtrap. Das lasse ich mit dem Auto für den Moment mal erstmal sein. Vielleicht auch einen Rückweg. Aber es ist gut, dass ich auf Stufe 4 jetzt zum Beispiel neue Rennen freischalte. Okay, die Fehlzündungen. Das rockt richtig. Ja, es ist gut, dass ich jetzt neue Events freigeschaltet habe, weil das wäre sonst echt doof gewesen, wenn ich die ganze Zeit zwei oder drei Rennen fahren müsste. Insofern, das hat mich jetzt ein bisschen gebändigt, dass du bei Levelaufstieg halt neue Sachen bekommst. Wobei es mich halt irritiert, warum hatte ich die neuen Sachen nicht schon, als ich die alten Events abgeschlossen habe. Sowas müsstest du halt gut timen können. So. Oh, das hat, glaube ich, relativ viel Reputation gegeben. Mal gucken, wie viel das mir geben wird. Let's go. Ich muss von der anderen Seite. Oh Gott, komme ich hier irgendwann wieder runter? Ah ja. Schön. Racing oder Ping-Pong?
Nice. 1200. Ist ordentlich. Und die nächste Stufe kriege ich bei 753 weiteren. Okay, ich muss dahin. Oh, sogar ein Rundkurs. Hätte ich erst das andere Event fahren können. Aber egal, so gucken wir mal. Ein Stern in einer Speedtrap oder in einer Speedrun. Lässt sich regeln. Triff dich vor dem Rennen mit Dex. Was muss ich machen, damit ich mich mit ihm treffen kann? Nachts nicht verfügbar. Ach, das ist die Racing Story und das ist die Kampagnenmission? Okay, ich dachte eigentlich jetzt Racing Story und Street Racing Story oder so. Aber okay. Jo, ihr Lieben, dann fahre ich mal zum nächsten Event. Und an der Stelle würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr auch in dieser Folge am Start wart. Wenn sie euch gut gefallen hat... Ach komm, die Speedtrap nehmen wir noch mit, oder? Oder kann ich die? Nee, das ist die von vorhin. Ich probiere mich an dieser aus. Komm. Machen wir. Wird sowas von nicht klappen, oder? Einen Stern hole ich hier auf jeden Fall. Zur Not auf dem Rückweg, ja. Das nehmen wir noch mit. Okay, so passt das. Warte, Tankstelle entdecken wir nochmal. Kann für eine Verfolgungsjagd hilfreich sein. So, ab geht's. Ja, ansonsten, ihr Lieben, gerne der Hinweis, haut doch gerne ein Däumchen nach oben raus, wenn es euch gefällt. Vielleicht kommt heute noch eine Folge, wer weiß. Ich werde auf jeden Fall ordentlich weiterzocken. Ich habe gerade richtig Bock, ich bin richtig gehypt. Und ansonsten, gerne ein Abo raushauen, wenn ihr es aus irgendwelchen Gründen auch immer noch nicht getan habt. 323 Reputationspunkte haben wir wiederbekommen. Das ist sehr schön. Ja, und nächstes Mal machen wir dann mit dem nächsten Event bei Nacht weiter. Danke, dass ihr dabei wart. Haut rein und bis dann.